So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es wurde der Wunsch geäußert, ob ich nicht mal ein Video machen könnte vor Transplantation und nach Transplantation. Der Vergleich, was war vor Transplantation, worauf muss man achten, was ist nach Transplantation, worauf muss man achten, was für Risiken vorher, nachher. Und wenn man transplantiert ist, ist dann gleich so, wow, cool, ich krieg Luft. Und wie fühlt sich überhaupt eine mukoviszidose Lunge an? Und ja, darüber will ich heute reden. Also, vor Transplantation, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, Mukoviszidose ist ein ganz schleichender, langsamer Prozess, meistens. Es fängt langsam an, dass du immer schlechter Luft kriegst, dann geht es mal wieder besser, dann wieder schlechter und immer langsamer oder oftmals ist ein ganz langsamer Prozess. Und dann kann es sein, dass eine Sache passiert, ein Infekt oder so, und dann legst du dran und dann geht gar nichts mehr. Du kriegst den Infekt, du kriegst eine Lungenspiegelung, irgendwas und dann stehst du 2 Tage später im Krankenhaus und wird über eine neue Lunge diskutiert. Ja, also Vortransplantation, es wird ja auch wirklich nur transplantiert, wenn es wirklich notwendig ist. Und zwar wird dann eben ein Gespräch gesucht, oft geht der Arzt dann auf einen zu. Und zwar dann, wenn man, ja, wenn der Arzt merkt, der Patient schafft es nicht alleine. Dann bei der Mukoviszidose davor muss man ja, habe es in einem der ersten Videos schon erwähnt, auf bestimmte Bakterien achten, der Pseudomonas, der entstehend im Gewässer vorkommt, der die Lunge angreift. Da kann ich aber auch noch, wenn ihr wollt, ein Video drüber drehen, was ist der Pseudomonas überhaupt, welche Bakterien sind schlimm und so weiter und so fort. Dann der ist eben gefährlich, dann Schimmel ist gefährlich. Ja, man muss da eigentlich auf nicht so viel Acht geben, dafür auf die wenigen Dinge genauer. Weil, ja, wenn sich so ein Pseudomonas-Keim oder so verkapselt, dann hast du verkackt. Dann ist der nicht mehr mit Antibiotika, Medikamenten angreifbar und dann kann der da machen, was er will quasi. Und ja, dann eben noch mit Verschleimung, was da halt extrem schlimm ist, wo du immer wieder versuchen musst, den Schleim rauszukriegen, mit Medikamenten, mit Physiotherapie, mit allem Möglichen. Und da musst du eigentlich vor Transplantation, und wenn es dir noch halbwegs gut geht, und auch wenn es dir nicht mehr gut geht, für deine Lunge ackern. Du musst wirklich, habe ich auch wirklich teilweise nicht gemacht, weil mir das Leben wichtiger war und Spaß wichtiger war. Du musst deine Physiotherapie machen, du musst deine Medikamente nehmen, du musst inhalieren, du musst aufpassen. Und zwar wirklich konsequent. Du kannst nicht sagen, ja, heute habe ich gerade irgendwie Bock in einem See zu schwimmen, wo seit 10 Jahren der Müll reingeworfen wird. Lass machen, Bruder. Geht nicht. Kannst du nicht bringen. Da sagen dann die Bakterien, ey, Leute, kommt jemand, macht euch bereit, gleich können wir wieder zuschlagen. Also, geht nicht. Da musste ich auch echt früher auf teilweise Sachen verzichten, wo ich gern gemacht hätte, wenn wir irgendwie, ganz früher war ja alles viel, viel, viel strenger als der Zeit, wo ich noch kam, damals. Da hat es auch geheißen, wenn Freizeitpark war, wenn Kumpels, wenn wir von Schule einen Ausflug zum See gemacht haben, durfte ich nicht mit, nicht mehr, wenn ich weit vom See weg war, weil die anderen sind ja am See schwimmen gegangen, haben dann die Keime an sich gehabt und sind dann damit zu mir gekommen. Und ja, irgendwann kam dann ein Arzt, der hat uns allen einen wichtigen Satz gesagt, ein Mukoviszidose-Patient hat auch ein Leben neben der Mukoviszidose und wir sollen überlegen, ob man es verantworten kann, selbst wenn der Keim kommt, ob man, wenn man ihn hat und weiß, man kommt, es kommt jetzt daher, dass man im See baden war, kann man danach trotzdem noch sagen, ja okay, es war es aber trotzdem wert, der Spaß, den ich hatte, war mehr wert, dass ich den jetzt habe oder vielleicht ein paar mehr Bakterien habe wie vorher, aber dafür hatte ich Spaß und bin ich zu Hause geblieben und habe rumgesessen, während meine Freunde irgendwie waren, deshalb muss man halt das Risiko Spaß gegen mögliches Risiko, das entstehen kann, abwägen. Und ja, und nach Transplantation
ist die Lunge gesund. Die Lunge hat keine Mukoviszidose mehr und kann, wenn man sie richtig transplantiert, auch keine Mukoviszidose mehr bekommen. Denn es ist ja die Lunge von einem lebenden, gesunden oder nicht mehr lebenden, sondern von einem gesunden Menschen. Und somit hat diese Lunge, die euch transplantiert wird, oder mir transplantiert wird, oder allen anderen transplantiert wird, keine Mukoviszidose mehr. Außer sie hatte halt vorher schon Mukoviszidose, aber da sind die Ärzte hoffentlich nicht so doof und transplantieren die dann weiter. Danach musst du eben nicht mehr auf die Keime aufpassen. Sie sind zwar noch relevant, sagt mein Arzt, laut Studien geht es Patienten, die den Keim nicht haben, besser als denen, die sie haben, aber der Keim macht nichts mehr. Der ist mir dann nach Transplantation quasi so egal wie euch. Ihr könnt ihn eventuell auch kriegen, aber euch macht er nichts, weil kein klebiger Schleim da ist. Und ja, der Schleim ist weg, die Bakterien, der Pseudomonas macht nichts mehr. Aber es kommen halt andere Sachen dazu. Zum Beispiel, das Immunsystem wird darunter gedrückt, damit euer Immunsystem nicht die eigene Lunge, weil es ja ein Fremdkörper ist, angreift. So, und wenn dieses Immunsystem runtergedrückt ist, heißt es, ihr habt keine Abwehrkräfte mehr. Und da kommen jetzt eben andere Gefahren zu, zum Beispiel Virusinfekte. Wenn ihr einen Virusinfekt habt, Schnupfen, Husten, Erkältung, was macht ihr? Nichts. Ihr legt euch ins Bett und wartet, bis der Scheiß vorüber ist. Ihr trinkt vielleicht einen Erkältungstee oder sonst irgendwas. Aber euer Körper, eure Abwehrkräfte kämpfen allein gegen diesen Virus. Und da mein oder unser Abwehrkräfte oder Armee unterdrückt ist, gibt es keine, die gegen diesen Virus ankämpfen. Das heißt, du musst, wenn du Glück hast, gibt es doch Medikamente, die müssen aber speziell beantragt werden, weil du eigentlich nicht keine Medikamente gegen Virus nehmen darfst, nur transplantierte. Oder du hast Pech und musst halt 1-2 Monate warten, bis der ganze Virus weg ist. Es ist dann zum Glück bei mir noch nicht, ich hatte schon ein paar Virusinfekte, aber da war es, entweder konnte man ihn behandeln oder es war nur so schlimm, dass ich halt 1-2 Monate bisschen Husten und Schnupfen hatte. Aber es war jetzt nicht so, dass ich mit Fieber die ganze Zeit flach gelegen bin oder so. Ja, und darauf musst du halt achten. Und deine Medikamente sind teilweise noch wichtiger mit der ganzen Abstoßungsgeschichte. Das erzähle ich dann aber in einem Lungentransplantationsvideo, das ich noch vorhabe zu drehen, mit der Abstoßung. Und ja, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Frage. Wie ist es, wenn man von der Operation aufwacht und wie fühlt sich so eine Lunge an? Also vor Transplantation. Wenn du operiert bist. Als ich aufgewacht bin, habe ich fast angefangen zu heulen. Es war ein Pfleger in meinem Zimmer, ich habe den angeguckt und der Idiot lächelt nicht mehr oder sowas, sondern guckt wirklich so. Und ich habe genauso schlecht Luft bekommen wie vor der OP. Ich bin aufgewacht und habe genauso schlecht Luft bekommen wie vor der OP. Und dann dieser Blick dazu von dem Pfleger. Und ich dachte, scheiße Leute, irgendwas ist schief gegangen, ich habe noch die alte Lunge drin. Ich schaue den an und frage so, ist irgendwas schief gelaufen, oder? Irgendwie habe ich, warum, ich habe noch meine alte Lunge drin, oder? Und der so, nö, ist alles gut, jetzt setz dich erstmal hin, wir waschen dich und dies und jenes und ich. Aha. Ich war positiv überrascht, dass geklappt hat, aber auch irgendwie enttäuscht, dass ich nicht wirklich aufgewacht bin und oh, ich krieg wieder voll gut Luft, sondern habe immer noch so Schwerluft gekriegt, nur oberflächlich Luft. Und später habe ich dann erfahren, da mein Brustkorb ja und alles an die alte Lunge gewöhnt ist, dauert es seine Zeit, bis sich die Lunge ganz entfalten kann und alles. Und deshalb hat sich das Ganze so angefühlt und erst nach ein paar Tagen hat man eben gemerkt, wie sich das Ganze, wie man besser Luft kriegt. Man hat es gar nicht so mitbekommen, dass man mehr Luft kriegt. Man hat es eher gar nicht wirklich gemerkt, also zumindest ich nicht. Ich habe nicht gemerkt, dass ich nach und nach besser Luft bekomme. Nur an meinen Lungenfunktionswerten, die ich gepustet habe, habe ich eben gesehen, dass ich mehr Luft bekomme und dass ich dann später auch
nach Anstrengung besser Luft bekommen habe und tiefer durchatmen konnte. Aber es war jetzt nicht, dass ich nach und nach gemerkt habe, oh ja, oh, heute kriege ich hammergut Luft. Oh ja, heute ist viel besser als gestern. Es war irgendwie nicht. Sondern es war wirklich nur nach und nach so, dass man es eigentlich gar nicht wirklich wahrgenommen hat. Sondern nur bei Anstrengung und so weiter. Und ja. Und jetzt eine Frage, die mir schon sehr, sehr viele Leute gestellt haben. Wie fühlt sich eine zerstörte Lunge an? Es wurden schon viele Experimente gemacht, wo viele durch den Strohhalm geatmet haben, haben wir in der Reha gemacht. Die haben dann Strohhalm in den Mund genommen, sind Treppenhaus hoch und runter gerannt. Oder es gab auch mal eine Challenge, wie die Eisback-Challenge, gab es auch mal 5 Minuten durch den Strohhalm atmen und dabei joggen. Und wer es nicht macht, muss 3 € spenden, dann muckere ich die Dose. Aber ich habe das dann auch ausprobiert, nach meiner Transplantation, als ich in Reha war. Und es ist totaler Fake, Leute. Mit einem Strohhalm im Mund rumzurennen, hat überhaupt nichts gemeinsam mit einer Muckolunge, die kurz vor einer Transplantation steht oder halt schon schwer beschädigt ist. Null. Ich habe es selbst ausprobiert, wie gesagt, und es ist einfach nicht das gleiche Gefühl. Und dann habe ich mich wirklich auch teilweise, oder habe mich hingesetzt und habe überlegt, wie kann ich das den Leuten erklären? Was fühlt sich ungefähr genauso an? Und nach längerer Überlegen und ein paar Versuchen kam ich dann auf die Idee, einen Gürtel oder einen Schal oder so zu nehmen. Ich habe jetzt hier nur eine alte Krawatte von mir gefunden. Ja, ihr könnt es auch echt gerne probieren. Wie gesagt, mit einem Schal, mit einem Gürtel oder wie ich, mit einer Krawatte. Mich würde es echt brennend interessieren, wie ihr dieses Gefühl findet. Schreibt es mir bitte in die Comments unten rein. Wie gesagt, mich würde es echt interessieren, was ihr dazu sagt, wie dieses Gefühl für euch ist, ob ihr es nachvollziehen könnt, wieso das teilweise so schlimm ist für einen CF-Patienten, tagtäglich so zu leben. Und ja, jetzt zeige ich euch, wie es ihr machen müsst. Ihr nehmt eben den Gürtel, Krawatte oder irgendwas und tut ihn, ihr wisst ja ungefähr, wie groß eure Lunge ist, um den ungefähr mittleren Teil eurer Lunge binden. So, und dann pustet ihr aus. Ihr pustet so weit aus, wie es geht. Nochmal tief ein und dann, und während ihr ausatmet, zieht ihr den Gürtel oder was auch immer, immer weiter zu. Bis ihr wirklich ausgeatmet habt. Ganz ausgeatmet. Und dann, also ich mach's mal. So. Und ihr merkt schon, ihr kriegt jetzt echt auch schon ein bisschen schwere Luft. Und zwar habe ich den jetzt kurz unter meinem Brustmuskel zugebunden. Und jetzt könnt ihr nur oberflächlich atmen. Nur hier oben. Im oberen Teil eurer Lunge. Denn wie beim Mukopatienten war alles unterhalb mit Schleim zu, mit Bakterien zu und deshalb hat man da keine Luft mehr bekommen und konnte nur oberflächlich atmen. Und wenn ihr jetzt quasi hier zuzieht, vielleicht auch einen Knoten reinmacht, dann könnt ihr auch mal 5 Minuten so verweilen oder mal draußen irgendwie rumlaufen gehen und dann seht ihr oder habt ihr das Gefühl, wie sich so eine kaputte Lunge anfühlt. Ihr könnt nur oberflächlich atmen. Wenn ihr dann schon ein paar schnellere Schritte geht, braucht ihr eigentlich den tiefen Atem und es geht nicht. Ihr wollt tief atmen, aber es funktioniert nicht. Und deshalb, ihr könnt es wirklich gern ausprobieren. Ich mache es jetzt auch wieder auf. Ist gar nicht mehr gewöhnt nach 3 Jahren. Und deshalb, ja, ihr könnt nur wirklich nur in so einen kleinen Teil von der ganzen Lunge atmen. Und das ist verdammt anstrengend und teilweise kriegt man da auch echt Panik vielleicht. Sobald ihr Panik kriegt, macht den Gürtel auf. Deshalb zieht ihn auch nicht, macht irgendwie keinen 5-fach Knoten rein, dass ihr ihn auch schnell wieder aufkriegt. Und deshalb und somit danke fürs Anschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir in die Comments, per Direktnachricht, ganz egal. Ich beantworte alle eure Fragen und ja, danke fürs Anschauen.